Steigungswinkel berechnen. Gegeben sei jetzt eine Funktion, f von x ist gleich 1 Viertel x plus 3 mit x Element r, also eine lineare Funktion stinknormal, wir haben aber hier die Steigung angegeben und wir haben den y-Achsenabschnitt angegeben, wobei der hier eigentlich uninteressant ist, denn es geht um die Steigung, sie ist leicht positiv, gehe ich eine Einheit nach rechts, gehe ich 1 Viertel nach oben, eine Einheit nach rechts, 1 Viertel nach oben, so, das zeigt mir diese Steigung hier an. Und die Frage ist jetzt, was ist der Steigungswinkel des Graphen von f? Dabei würde man jetzt eine horizontale Linie sich hier reindenken und dann gucken, was hat eben dieser Graph für einen Steigungswinkel zu dieser horizontalen Linie. Und Winkel berechnet man meistens mit trigonometrischen Formeln und da würde ich den Tangens ansetzen, denn ich kann ja hier über diese horizontale Linie mir ein Hilfsdreieck hier reinsetzen und dieses Hilfsdreieck hat dann, wenn man einen rechten Winkel erzeugt, eine Ankathete und eine Gegenkathete. Also gucken wir uns das Ganze mal in der Grafik an. Wenn man jetzt dicht diese horizontale Linie, wie eben gerade schon angedeutet, hier denkt und man zeichnet einen weiteren Strich so ein, dass man ein Dreieck hat, wo ein rechter Winkel entsteht, dann hat man zu diesem Winkel hier vorne, um den es ja geht, den möchte ich ja messen, das ist mein Steigungswinkel, habe ich eine kurze Seite, die anliegt, die nennt man Ankathete, und eine kurze Seite, die gegenüber des Winkels liegt, also Gegenkathete. Und eben eine lange Seite, die längste Seite, das ist die Hypotenuse. So, und wenn man jetzt den Quotienten aus Gegenkathete und Ankathete baut, das heißt also hier Gegenkathete durch Ankathete teilt, dann entspricht das dem Tangens von Alpha. Das ist dann noch nicht der Winkel, aber wir haben schon mal das Alpha hier mit drin und können dann umstellen. So, das Ganze zeige ich dir einmal und dabei überlegen wir uns aber schon mal vorab, damit wir es nachher nicht machen müssen, wie groß ist die Gegenkathete, wie groß ist die Ankathete, können wir leicht ablesen, die Ankathete geht hier in x-Richtung bis zur 8, das heißt 8 Einheiten und die Gegenkathete geht 2 Einheiten hoch, also muss man teilen 2 geteilt durch 8. Ein Minuszeichen braucht man nicht beachten, denn das ist ja eine positive Steigung hier. So, das Ganze ausgefüllt, 2 geteilt durch 8 und wir haben natürlich jetzt hier noch das Problem mit dem Tangens. Das Ganze löst man aber, indem man dieses Tangens hier links frei macht, frei löst. Und zwar durch die Gegenoperation. Also wenn jetzt hier statt dem Tangens 1/3 stehen würde, würdest du auf beiden Seiten mal 3 rechnen, weil 3 eben die Inverse von 1/3 ist, also die Gegenoperation. Und hier macht man genau das Gleiche. Man sagt Tangens mal Tangens hoch minus 1 würde sich auflösen zu einer 1, wenn man so will. Und man sagt hier Tangens hoch minus 1 oder Arctan. Das hast du vielleicht auch schon mal gesehen. ARC vor dem Tan. Das ist gleichbedeutend mit Tan hoch minus 1. Vielleicht steht das auch so auf deinem Taschenrechner. Okay, jetzt machen wir das Ganze, aber du musst jetzt eine Sache beachten und zwar musst du auf deinem Taschenrechner, wenn du das gleich ausrechnest, also Tan hoch minus 1 von 2/8, musst du einmal den Taschenrechner umstellen. Vielleicht ist er schon richtig eingestellt, aber wir überprüfen das einmal. Du drückst auf deinem GTR auf Mode und dann schaust du, ob dort eben die Einstellung Radian vorgenommen wurde oder Degree. Es muss Degree sein, also wir wollen ja eine Gradzahl für unseren Winkel ausrechnen und kein Radian, also kein Bogenmaß. Darum geht es ja hier nicht. Also Degree einmal umschalten und dann kommt hier raus, dass Tangens hoch minus 1 von 2/8 eben 14,04 Grad gerundet ist. Also ich gehe jetzt hier mal von 2 Nachkommastellen aus. So, und das ist ja auch das, was mir das Grafikprogramm hier schon anzeigt, 14,04 Grad. Und kann man sich auch gut vorstellen, denn wenn das jetzt senkrecht wäre, wären es 90 Grad, die Hälfte wären 45 Grad und es ist ja sogar weniger als die Hälfte von 45 Grad. Also passt das ganz gut, das kann man immer nochmal auf Plausibilität hier überprüfen. Eine zweite Teilaufgabe dreht das Ganze dann jetzt um. Wir haben jetzt keine Funktion gegeben, sondern wir haben einen Steigungswinkel gegeben und sollen die passende Funktion dazu finden. Der Steigungswinkel ist 30 Grad und das Ganze setzen wir jetzt hier in unsere Formel ein. Es bleibt bei dieser Formel, weil dieser Zusammenhang hat eben gerade auch geklappt und der wird jetzt auch klappen. Tangens Alpha ist gleich der Quotient aus Gegenkathete zu Ankathete. Gegenkathete und Ankathete kennen wir nicht, denn wir wissen ja nicht, was hier diese Funktion für eine Steigung hat. Wir kennen nur den Steigungswinkel, also setzen wir die 30 Grad hier für Alpha ein und das hilft uns schon weiter, denn das kann man ja ausrechnen. In Taschenrechner eintippen, Tan von 30, ne, wir haben hier den Taschenrechner auch schon auf Degree umgestellt, das gibt uns das richtige Ergebnis hier raus, 0,57735, ist gleich GK durch AK. So, das ist jetzt erstmal eine Gleichung, in der GK und AK nicht klar sind, sie sind nicht gegeben. Das heißt, es sind Variablen, so wie x und y. Und man kann sich
unendlich viele Konstellationen vorstellen, in der GK geteilt durch AK 0,57735 ergibt. Nämlich zum Beispiel die leichteste, die man sich vorstellen kann, ist GK wäre 0,57735 geteilt durch 1. Das wäre ja dann 0,57735. Aber man kann eben auch ganz viele andere Konstellationen finden. Wir bleiben bei dieser einfachsten, denn wir haben ja hier die Möglichkeit, AK als 1 zu wählen. Bei einer Gleichung mit zwei Variablen hat man einen sogenannten Freiheitsgrad. Man kann also eine Variable frei festlegen und da nehme ich die leichteste Zahl, die es gibt. Das ist AK, wäre jetzt hier einfach zu 1 zu wählen und dann hätte man ja GK einfach 0,57735. Das ist gut, weil wir wissen ja, dass unsere Steigung unserer linearen Funktion sich daraus ergibt. Ich zeige das nochmal ganz kurz in der Grafik hier, muss ich mal kurz zurückschalten. Ergibt sich ja dadurch, dass ich x-Einheiten nach rechts gehe, das ist meine Ankathete, und dann y-Einheiten nach oben ist meine Gegenkathete. Das heißt also, Delta y durch Delta x ist meine Steigung. Und wenn Delta y die Gegenkathete ist und Delta x ist meine Ankathete, dann kann ich das hier einfach einsetzen. Das heißt also, mit anderen Worten, 0,57735 als Gegenkathete geteilt durch die Ankathete 1, das habe ich hier so festgelegt, ist jetzt einfach die Steigung 0,57735. Das würdest du dir natürlich irgendwann sparen, weil du weißt, dass du das hier frei wählen kannst und dann weißt du auch, dass wenn du einfach den Tangens von dem gegebenen Steigungswinkel ausrechnest, du dann sofort schon die Steigung m hast. Ist ja wohl logisch. Aber ich zeige das hier nochmal der Vollständigkeit halber. Gut, für so eine lineare Funktion haben wir jetzt unser m gefunden, aber unser b noch nicht. Das b ist aber hier völlig irrelevant, denn es ist völlig egal, wo dieser Graph dieser linearen Funktion durch die y-Achse durchgeht. Wichtig war ja nur die Steigung. Das heißt, b ist total frei wählbar. Du kannst dir eine Zahl ausdenken. Ich habe einfach mal hier eine 1 genommen plus 1. So, das wäre also diese Funktion und sie sieht im Graphen so aus. Und wir können gut sehen, dass es hier 30 Grad Steigungswinkel ist und dass das Ganze passt. So, dass b auch egal ist, kann man auch ganz leicht verstehen, denn verschieb einfach mal den Graphen g gedanklich parallel nach oben oder unten. Dadurch verändert sich ja der Steigungswinkel nicht, sondern einfach nur die Position, wo die y-Achse hier geschnitten wird. Und das war ja hier nicht Voraussetzung oder gegeben.